Die Gebäudetrocknung, die im Register allgemein unter sonstigen Dienstleistungen eingestellt werden kann, ist im Standard der Branchenmodelle massiv in Holzbau auf ohne gestellt. Sie haben bei der Auswahl die Möglichkeit zu sagen, alle Geschosse über KG, das heißt der Keller wird ausgeschlossen, ohne DG, das heißt nur das Dachgeschoss wird ausgeschlossen, oder über KG und ohne DG, dann werden eben Keller und Dachgeschoss ausgeschlossen. Die Gebäudetrocknung hat, ich sag mal Anführungszeichen, natürlich keine planerische Repräsentanz, sondern ist etwas, was lediglich in der Sonderausstattung ausgewählt werden kann. Bei der Gebäudetrocknung haben wir die Berechnung in einer einzigen Position. Das heißt also die Position Gebäudetrocknung. Natürlich auch wieder der Hinweistext, dass die Gebäudetrocknung nicht enthalten ist, der hauptsächlich dafür gedacht ist, also der Hinweistextauslöser, der dafür gedacht ist, falls das bei jemandem von Ihnen im Standard der Baubeschreibung beschrieben wäre als Standardumfang, müsste eben, damit der Vertrag sicher ist, auch ein Fall beschrieben werden. Dafür ist diese Position vorhanden. Die Gebäudetrocknung selber, wenn ich einfach mal mit Doppelklick auf die Position wechsle, ist eine Berechnung in Kubikmeter. Das bedeutet also, es wird das Volumen der Planung für die Berechnung verwendet. Wenn ich hier ganz kurz in die Planung wechsle, ein Hinweis, wenn wir von Berechnungen bei Gebäudevolumen reden, Sie haben über die 3D die Möglichkeit zu sagen, 3D-Ansicht umbauter Raum. Und in dem Falle wird Ihnen das komplette Volumenmodell des Hauses einzeln zerlegt mit Flächen, in denen Ihnen auch die entsprechenden Nummern angezeigt werden, ausgegeben, und Sie wären in der Lage, sich dafür entsprechend auch einen Berechnungsnachweis auszugeben. Bitte Achtung, wir haben jetzt hier ein Gebäude mit nebenstehender Garage etc. Haben Sie bitte auf der Liste, dass diese automatische Berechnung des Volumens etwas ist, was in ganz, 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 ganz vielen Fällen die Ergebnisse bringt, die Sie erwarten. Und ich möchte trotzdem darauf hinweisen, wenn es mal nicht der Fall sein sollte, Sie sind in der Lage, über Planungsfunktionen wie zum Beispiel dem Polygon, das, was Sie sagen, das ist für mich das Gebäudevolumen, beziehungsweise das ist das, was zum Gebäudevolumen gehört, einfach als Polygon Anführungszeichen nachzuzeichnen, beziehungsweise als Polygone nachzuzeichnen, das dann zu markieren und über die Funktion Planen, Innenbereich des Geschosses, Ihre Vorgaben für den Innenbereich des Geschosses zu übernehmen. Und dies ist natürlich dann auch wieder das, was ergebnismäßig als Gebäudevolumen rauskommt. Dieser Hinweis kommt überall dort, wo mit dem Volumen entsprechend gerechnet wird. Hintergrund hier ganz einfach: für Umbau, Sanierung, Aufstockung, Anbauten und so weiter und so fort sind das Varianten, die hier durchaus interessant sein könnten. Das bedeutet also, wir haben hier die Gebäudetrocknung soweit besprochen. Steuerbar in der Sonderausstattung im Register allgemein. Wenn nicht vorhanden, gibt es entsprechend einen Hinweistextausleser. Berechnung erfolgt in Kubikmeter. In einer Position wird das Ganze entsprechend berechnet. Was Sie tun dürfen, ist entsprechend den Kubikmeterpreis für das Gebäudevolumen entsprechend zu prüfen. Branchenmodelle Massiv und Holzbau sind hier identisch strukturiert. Und damit sind wir mit der Gebäudetrocknung soweit schon fertig.